Ja, nachgefragt in Rom bei unserer Korrespondentin Anja Miller. Welche Symbolik hat das, dass die amtierende Kanzlerin den vielleicht nachfolgenden Kanzler Olaf Scholz mitgenommen hat? Ja, das hat schon eine historische Dimension, dass eine Kanzlerin hier die Möglichkeit hat, bei diesem G20-Gipfel ihren potenziellen Nachfolger mitzubringen. Sie selbst ist im Moment ja noch in Athen, kommt morgen zu dem Gipfel. Olaf Scholz, der Vizekanzler, hat heute bereits ein Finanzministertreffen. Aber es ist schon angekündigt worden, er wird bei den wichtigen bilateralen Treffen dabei sein. Er wird auch bei einem Treffen mit Biden dabei sein. Das heißt, er hat hier tatsächlich die Möglichkeit, schon diese große Bühne zu nutzen. Und das Signal, das davon ausgehen soll, ist natürlich auch eine Kontinuität in der deutschen Außenpolitik. Was sind die wichtigsten Themen? Was sind die Knackpunkte? Ja, tatsächlich Klima, Klima, Klima ist der ganz große Knackpunkt. Also es haben ja jetzt alle das Pariser Klimaabkommen ratifiziert. Ganz wichtig ist jetzt wirklich einen konkreten Fahrplan zu haben für die Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad und für die Kohlendioxidneutralität. Da wird es noch wichtige und intensive Verhandlungen geben müssen, denn Italien strebt an, gerade die Kohlendioxidneutralität bis 2050 hinzukriegen. Andere Länder wie Indien sind da eher bei 2060. Und da wird es noch Überredungskünste brauchen. Und selbst dann ist die Frage, wie finanziert man eigentlich diesen Umbau der Wirtschaft weltweit in Richtung klimafreundliche Wirtschaft? Das ist ja nicht nur ein Thema für die ärmeren Länder, wo ein 100-Milliarden-Paket auch schon in Aussicht gestellt wird. Es ist ja auch ein Thema in den USA, das auch Biden noch nicht abschließend gelöst hat. Also hier wird es noch viel Arbeit geben. Das andere große Thema ist natürlich die Pandemiebekämpfung. Und wie sehen da gemeinsame Schritte aus? Wie will man da vorgehen? Ja, in dem Abschlusspapier, das hier schon kursiert, ist die Rede von einer Arbeitsgruppe, die dafür sorgen soll, dass die Pandemie weltweit wirkungsvoller bekämpft werden kann. Das soll eine Arbeitsgruppe der wichtigsten Wirtschaftsmächte sein. Nichtregierungsorganisationen wie beispielsweise Oxfam kritisieren, das ist ja dann schon wieder so ein Country Club der Reichen, warum nicht die WHO weiter stärken. Insgesamt muss aber etwas passieren, da sind sich alle einig. Von diesem Projekt COVAX für die ärmeren Länder sind gerade mal 17% überhaupt dort angekommen. Das heißt, viel zu wenig Menschen sind weltweit geimpft. Organisationen sprechen von gerade mal 4% in den ärmsten Ländern. Und eine Pandemie kann natürlich nur bekämpft werden, wenn sie weltweit bekämpft wird. Und das ist im Moment noch nicht der Fall. Nun war ja der amerikanische Präsident Biden ungewöhnlich lang beim Papst. Welchen Hintergrund hat das? Ja, es war wirklich sehr ungewöhnlich lang, 75 Minuten. Die anschließenden Termine haben sich deswegen auch verschoben. Also die beiden haben sehr viele Themen. Der katholische Biden ist in diesem sozial-ethischen Themen eigentlich sehr nah beim Papst, also bei der Armutsbekämpfung, beim Thema Migration und eben auch beim Thema Klimaschutz. Da sind sie offenbar auf einer Wellenlänge, haben das auch sehr ausführlich diskutiert. Und die Bilder sollen natürlich auch dafür sorgen, dass die US-Bischöfe dieses Signal wahrnehmen, dass hier ein katholischer Präsident vom Papst sehr, sehr lange empfangen wird, denn die US-Bischöfe und Biden hadern miteinander im Moment. Aufgrund seiner positiven Haltung zur Abtreibung und gleichgeschlechtlichen Ehen haben sie ihm angedroht, ihm die Kommunion zu verweigern mit solchen Bildern. Nach Amerika will er natürlich auch zeigen, wie eng er mit dem Papst ist. Hat das Ganze auch innenpolitische Auswirkungen vermutlich. Welche bilateralen Treffen wird es denn noch geben, die von Bedeutung sind? Ja, jetzt trifft er natürlich auch noch die Gastgeber, Mattarella, den Präsidenten und Ministerpräsident Draghi. Aber interessant wird auch heute Abend das Treffen mit Macron sein. Zwischen den Ländern herrschte Eiszeit nach dem sogenannten U-Boot-Streit. Frankreich hatte einen Milliarden-U-Boot-Deal im Indo-Pazifik verloren, und zwar an Amerika. Das war am Ende Anlass für größere Verwerfungen und innerhalb der G20-Gruppe. Man hofft jetzt hier auf eine Annäherung, aber alle Signale, auch aus der US-Delegation, sind in Richtung Annäherung. Dort heißt es auch, ihr seht ja, wer hier ist bei diesem G20-Treffen und wer nicht hier ist. Dankeschön nach Rom. Anja Miller.